Von FPGAs bei Mattia Lasser. Der wird übersetzt von Franz T. und Pharmafirma. Viel Spaß dabei. Ja, es geht darum, wie man FPGAs, feldprogrammierbare Gate Arrays, reverse engineeren kann. Und insbesondere geht es um den Xilinx 7 und die Lattice ICE 40 Serie, ICE 40. And here's Matthias. Und hier kommt Matthias. Hi. Hallo. Hallo. Can you hear me? Könnt ihr mich hören? Okay. Ah. What is this talk about? Die Frage ist, worum geht es in diesem Vortrag überhaupt? In diesem Vortrag werden wir darüber reden, was ein FPGA ist. Wie es funktioniert, was es macht, wofür steht FPGA überhaupt und dann erzähle ich euch, wie ich es zu reverse engineert habe und ein paar Bilder und so weiter. Was dieser Talk nicht darüber beinhaltet, ist, es geht nicht darum, wie man FPGAs benutzt. Ich kann die überhaupt nicht benutzen. Ich habe Verilog oder VHDL noch nie gelernt und der Vortrag ist auch nicht über High-Level-Synthese. Maybe a quick story why kurze Erklärung, warum ich versucht habe, die IS40 zurück zu engineeren vor 4 Jahren. Ich wollte eine sehr kleine CPU bauen und ich hatte das Problem, dass das Chip-Design und das Chip-Erstellung viel zu teuer ist. Und der nächste einfache Weg ist, ein FPGA zu verwenden. Aber ich wollte Verilog nicht lernen oder VHDL auch nicht. Also habe ich beschlossen, mich hinzusetzen und den Bitstream-Format und den internes Layout zu dokumentieren. Wie dem auch sei, FPGAs bedeutet Field Programmable Gate Array. Was bedeutet das? Feldprogrammierbar bedeutet, dass es im Feld programmiert werden kann. Dort, wo man ist und innerhalb eines existierenden, auf einer existierenden Platine. Das zweite ist Gate. Gates sind logische Gatter und das Ganze ist ein zweidimensionales Array von diesen Logikgattern. Also wir haben programmierbare Logikgatter. Yes. But what is logic? Was ist überhaupt diese Logik? Bevor ich euch erzähle, wie ein FPGA genau funktioniert, müssen wir die ersten Logikgatter verstehen. Wir haben 4 Operatoren. Ja? Wir haben nicht, wir haben und, wir haben oder und wir haben exklusives oder XOR. Unten sieht man die Wahrheitstabellen und wenn wir am Eingang zum Beispiel beim ODER-Gate 0,0 haben, dann ist das Ergebnis 0. Wenn wir 0,1 haben, dann kommt 1 bei ODER heraus. Nächster Punkt ist, wir können viele Logikgatter hintereinander schalten in Kreis. Und hier ist ein Beispiel von einem 1-Bit-Full-Addierer. Der kann benutzt werden, um Addition zu implementieren. Und er benutzt 2 exklusives ODER-Gatter, 2-und-Gatter. Oh, der benutzt 3 exklusive ODER. Das gibt mehrere Implementationen davon. In der former Slide we could see that we can generate wir können Wahrheitstabellen von solchen Gattern benutzen, von dem, was beim Input ist und dem, was am Output ist. Und darüber können wir auch verschiedene Logikgatter zusammen koordinieren in eine einzelne Tabelle. Ich habe die Arbeit für den Full-Adderer hier gemacht und hier haben wir unsere 3 Inputs und 2 Outputs und wenn wir zum Beispiel bei A 1 haben, B 0 und wir haben einen Carry von 1, dann wissen wir, dass das Ergebnis 1 ist und der Carry Out
The nice part about der Output ist 0 und das Carryout ist 1. Wir müssen uns nicht die ganze Logik verstehen. Wir können es durch einen Lookup-Table implementieren. Und der Lookup-Table ist das kleinste Teil von einem FPGA. Dieses Ding implementiert die Logikgatter. However, aber wir brauchen mehr als ein Lookup-Table. Lass uns ein bisschen weiter rauszoomen und noch ein bisschen weiter. Und what you can see here, was wir hier sehen können, ist eine Scheibe in dem siebten Serie Xilinx FPGA. Dies sind vier Lookup-Tables mit jeweils 6 Inputs. Und sie werden von einer Übertragsunit gefolgt, weil Addition mit Lookup-Table zu lang dauern würden und weil wir das Ganze relativ häufig brauchen, ist es viel billiger für den Hersteller, eine Carry, also eine Übertragseinheit zu implementieren. Am Output gibt es Flipflops, weil wir manchmal den Status synchronisieren müssen oder wir müssen ein Bit von ein Informationsbit speichern. Dann nehmen wir ein Lookup-Table, einen Teil der Carry-Kette und in der 7-Serie 2 Flip-Flops in eine logische Zelle. 4 logische Zellen sind eine Scheibe oder eine Slice und 2 Slices. Scheiben werden zusammen mit einer Switchbox und den Interconnects in eine Fliese eingepasst oder Tile. Wir haben umgebende Tiles oder Fliesen und so wird Logik implementiert und so wird das alles verkabelt. Now we zoom out a bit. Jetzt zoomen wir noch weiter raus. Hier können wir sehen, dass sehr viele von diesen Fliesen in Zeilen zusammengruppiert werden. Und eine Zeile hat 50, in 47 Fliesen. Das ist ein relativ kleines Gerät, es hat nur 186 Zeilen. Und das ist äquivalent zu 9700 Fliesen. Die Zeilen sind in Gruppen zusammengefasst. Dieses Gerät hat 6 Gruppen. Und das ist wie ein FPGA intern aufgebaut ist. Aber wir verstehen eine Sache noch nicht. Wir können immer noch nicht mit der Rest der Welt kommunizieren. Und dafür brauchen wir eine Brücke oder Input- und Output-Module. Und außenrum haben wir Input-Output-Tiles. Fließen. Aber gibt es da mehr als diese 2 Fliesentypen? Ja, natürlich. Manchmal ist Logik nicht ausreichend. Manchmal brauchen wir Speicher. Natürlich könnte man den Speicher in Logik implementieren und darum werden sogenannter Block-RAM eingeführt. Hier sind die Zeilen mit Block-RAM in diesem spezifischen Gerät. Und jedes kleine Viereck beinhaltet 36 Kilobits an Speicher und es gibt 140 Arbeitsspeicherblöcke in diesem Gerät. Manchmal ist der Arbeitsspeicher auch nicht genug. Manchmal braucht man einen Prozessor und eine arithmetische Funktion wie Multiplikation zu implementieren, würde sehr viele Ressourcen auffressen. Und deswegen hat der Verkäufer DSP-Teils implementiert. DSP sind digitale Signalprozessor und in diesem Fall ist es ein sehr kleiner Additionseinheit mit einer Multiplikationseinheit. Und jetzt verstehen wir, wie ein FPGA grundsätzlich aufgebaut ist, aber wie konfigurieren wir diese Teile? Wie weiß jede Lookup-Table ihre Werte? Wie wissen die Flipflops, wie sie initialisiert werden? Wie wird alles hin und her geschaltet, geroutet?
Das wird gemacht mit dem sogenannten Bitstream. Das Problem ist, dieser Bitstream ist nicht dokumentiert. Er konfiguriert alle Switchboxen, die Lookup-Tables. Er macht einen Initial-State des FPGAs, initialisiert es. Und das Ziel beim Reverse-Engineering ist nun, diesen Bitstream zu dokumentieren. Vor 4 Jahren habe ich den ICE40 FPGA reverse engineered. Hier eine kurze Zusammenfassung. Das ICE40 FPGA ist ein sehr, sehr kleines FPGA. Es ist optimiert für niedrigen Energieverbrauch. Es hat nur 384 bis 700 irgendwas Lookup-Tables mit vier Eingängen. Auch die RAM-Blöcke sind klein. Aber es ist gut für Anfänger und es ist sehr günstig. Dies ist, was uns der Hersteller gibt. Es zeigt die programmierbaren Logikblöcke und man sieht, dass diese 8 Lookup-Tables enthalten und dass das Ganze mit den Input-Output-Kacheln oder Fliesen umgeben ist. Wir wissen aber nichts über den Interconnect, über die Verbindungen zwischeneinander und wir wissen auch nicht, wie viele Zeilen und Spalten, wie viele Fliesen wir insgesamt haben. Wenn wir das genauer ansehen, an den Kontrolllogikblock genauer ansehen, so eine Logikzelle, dann sehen wir, dass es nur einen Flipflop gibt und es kann auch umgangen werden. Man kann direkt die Ausgabe der Lookup-Table nehmen und es hat nur 4 Eingänge. Das Spezielle daran, also das Spezielle am Routing im ICE40 ist, er wird bidirektional geroutet. Das heißt, man hat mehr als eine Quelle bei jeder Leitung. Wenn man jetzt da etwas, das kann man jetzt aber halt potenziell falsch konfigurieren und dann gibt es einen Kurzschluss im Gerät. Es gibt auch 8 global geroutete Signale, welches zu jeder einzelnen Fliese geroutet wird. Und auf jeder Fliese können wir von diesen ein Signal auswählen. Interconnect zwischen diesen Fliesen besteht eigentlich aus vielen horizontalen und vertikalen Leitungen und jede Fliese ist mit ihren Nachbarn verbunden. Was ist jetzt daran die Herausforderung beim Reverse-Engineeren? Wir hatten absolut kein Wissen über das interne Layout, keine Schemas, keine Ahnung, wie viele Leitungen, wie viele Blöcke, wie viele Switchboxes es gibt und wie diese verbunden sind, sondern Logikblöcken. Und auch der Bitstream und auch die Kommandos, um den Bitstream in das FPGA zu laden, sind nur teilweise dokumentiert. Das Ziel ist jetzt quasi, die Bitmap-Koordinaten auf die Fliesenorte zu mappen. Wie reverse-engineer, wir haben jetzt ein ICE40 FPGA. Ich habe mir die Tools, die der Hersteller gibt, genau angeschaut. Vor allem den Bitstream-Generator. Der Bitstream-Generator scheint verschiedene Strings zu enthalten, welche mit den Verbindungen und den Leitungen etwas zu tun haben. Und diese Namen, die kann man vergleichen. Aber sie sind hinter dem Debug-Flag, welches ich nicht umgehen konnte. Also sie haben es halt kommentiert sie haben es eigentlich auskommentiert, aber Compiler hat es nicht daraus optimiert. Und jetzt konnte ich also mit einer Jump-Instruktion in den Tools konnte ich jetzt eine kurze Beschreibung von jeder Leitung erhalten.
Another fun story. Noch eine tolle Geschichte, wie dieses Werkzeug geschrieben wurde, ist, als ich versucht habe, es zu dekompilieren, ein paar Funktionen davon zu verstehen, konnte man eindeutig sehen, wo sie alles zusammenkopiert haben. Wenn man eine Funktion hat, die ist eine Verbindung von printfs und couts, dann weiß man, sie haben viel zusammenkopiert. Und eine weitere Sache, die ich mitgekriegt habe, ist, der Bitstream beinhaltet CRC or cyclic redundancy CRC oder zyklische Redundanzcheck. Aber nirgendwo wurde auch nur mit einem Opcode diese Funktion ausgeführt, also XOR. Das Ganze hatte gar keinen. Wenn man einen zyklischen Redundanzcheck hat, dann braucht man normalerweise XOR. Das hat mich ein bisschen verwundert. Also habe ich den Bitstream-Generator zufällig angehalten, habe den Arbeitsspeicher mir angeschaut und habe festgestellt, sie generieren den Bitstream in ASCII. Also zu irgendeinem Punkt habe ich gesehen, dass ein riesiger String von Einsen und Nullen in ASCII da war und dieser Teil wurde nur für die Checksumme generiert. Ich habe keine Ahnung, was in diesem Programm gemacht wurde. Ich möchte gar nicht wissen, wer zu diesen Entscheidungen geführt hat, aber mit beim Xilinx 7 Serie habe ich den Reverse-Engineert und da hatte ich eine andere Herausforderung, weil die Xilinx Serie, die 7 Serie Xilinx sehr schnell, sehr hochperformant ist. Eine einzelne 6 Lookup-Table benutzt die Hälfte des des Speichers einer CLI-Teile im ICE 40. Und selbst der kleinste 7-Series FPGAs hat mehr Lookup-Tables, die deutlich größer sind als die ICE 40 und mehr als 1,7 Millionen Lookup-Tables. Das sind ungefähr 140.000 Fliesen. Ja. Ja. Andere Ressourcen in der 7er Serie. Blockram. Der Blockram hat 36 Kilobits von Daten, wie ich schon vorher gesagt habe. Wir haben zentrale Clocklinie, Uhrlinie. Wir haben den DSP-Fliesen und die IO-Fliesen und das ist nur der unterste Teil des Sync. I will tell you more on now. Version. I will tell you more about the Sync 7020. Und ich werde jetzt mehr über die Sync 7020 erklären. Das ist das spezielle Gerät, was ich reverse engineert habe, weil es zwei ARM-Cortex beinhaltet und die konnten das FPGA neu programmieren und damit zugreifen. Ich mochte diese Idee, dass man ein FPGA mit dem Interconnect, mit dem Arbeitsspeicher vom Prozessor zu verbinden und das zu benutzen. Aber andererseits wollte ich Verilog und VHDL nicht lernen. Und so habe ich beschlossen, es zu reverse-engineeren. Mit dieser 7er-Serie musste ich meine ganze Umgebung wachsen lassen. Weil zum Beispiel, also wie ich vorher gesagt habe, 9430 Switchboxen. Jede einzelne Switchbox beinhaltet 216 Multiplexer und die haben 3700 und viele noch ein paar mehr Verbindungsstati. Sie verbinden auch mit 450 Verbindungen zu Nachbarzellen oder Nachbarfließen und haben noch viel weitere Reichweiten. Ganze Aufgabe wurde viel größer und das ganze Gerät beinhaltet mehr als 3 Millionen Verbindungen und es gibt 33 Millionen oder mehr als 33 Millionen Konfigurationsbits. Für jeden musste ich verstehen, was sie machen. Was waren die Herausforderungen bei der 7er Serie? Der sehr komplexe Design,
aber I was not able to get das konnte ich überhaupt keine Debug-Informationen herausfinden. Also the tool chain was außerdem war ihr Werkzeug viel komplexer als das von Lattice. It was first es war erst in Java geschrieben. So, also no decompiling, kein Dekompilieren. C-Assembly, C++ Programmer. Kann nur C++ programmieren it was und much nicer. Es war auch viel besser geschrieben. Another thing that ein anderes Problem, was ich hatte, ich zeige es euch gleich, ist, dass dort ein kleiner Bereich ist, wo die Bitmap, die man aus dem Bitstream herausziehen kann, nicht passt. The rest. Zum gesamten Rest. Dieser Teil ist, wie ich später herausgefunden habe, für den Fehlerkorrekturteil. Außerdem noch eine kleine Herausforderung war die ganzen Fliese zu den Bitmaps zu übertragen. Ein sehr kleiner Ausschnitt jetzt von der Bitmap, die ich generieren kann. Okay. Okay. When I Wenn first looked at this, als ich das zum ersten Mal angeschaut habe, habe ich gedacht, fuck. This thing das sieht seemed like an insurmountable wie eine unüberwindbare Mauer aus. Aber ich habe schon, und ihr könnt auch schon sehen, dass es einige Muster gibt. Zum Beispiel können wir sehen, dass es größere Blöcke. Wahrscheinlich sind dies die Konfigurationsdaten für die Lookup-Tables. Nice. Nett. Now we only have to find jetzt müssen wir nur noch herausfinden, was die anderen Bereiche, die wie of course they are dumme Geräusche aussehen, sind. Das sind natürlich die Switchboxen, aber wie man den mit den Verbindungskabeln zusammenführen kann, ist sehr schwer. Wie das jetzt mit den Fliesen zu der Bitmap ist, hier können wir sehen, dass 64 Pixel zu einer Fliese gehören. Und dieser Bereich oder dieser Teil scheint zu den anderen Teilen zu gehören. With the middle part, mit dem Mittelbereich hatte ich keine Ahnung. Natürlich, die kleinen, regulären Pixelblöcke, die wir hier und hier sehen können, die müssen... Had to be used for the clock interconnect. Müssen für den Clock Interconnect benutzt worden sein. Here. Hier sehen wir, dass in der Mitte die Clock ist und wir wissen, dass es 24 Blöcke auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt, aber das ist alles, was ich weiß. Und das alles, womit ich am Anfang arbeiten konnte. Die Fehlerüberprüfungscode, den wir in der Mitte sehen können, ist, das war eine Herausforderung, aber ich hatte eine Idee. Ich habe einen kleinen Parser geschrieben, der die Anzahl von Bits in der jeweiligen Zeile, die gesetzt waren. Wenn diese Nummer 1 war, dann habe ich die Informationen über den Mittelteil gespeichert. Und daraus konnte ich herausfinden, dieses hat Hamming-Code verwendet, also Single-Error-Connection, also reine Fehlererkennung, also Hamming-Code. Ich würde so gerne zeigen, mehr darüber erklären, aber leider habe ich ein kleines Problem mit meiner Festplatte, mit meinem Notebook und das ist, wo mein Talk endet, zu früh, glaube ich. What can I tell you more? Was können wir jetzt noch über das Reverse Engineering über der 7er Serie sagen? With the Vivado tool chain, mit der Toolchain haben wir die Netzliste, die interne Schematik. And you can extract und it, das können wir automatically. Automatisch herausrechnen. Wir kriegen Informationen über die Koordinaten der Fliesen, die Namen der Verbindungen, aber wir kriegen nicht die Informationen im Bitstream. Aber wenn wir wissen, wo die einzelnen Fliesen im Bitstream sitzen, dann können wir die Daten zusammenführen. Ich habe viele Werkzeuge dafür erstellt, ich würde sie euch gerne zeigen, aber etwas ist richtig schiefgelaufen. Tut mir leid.
What are the implications? Was sind die Implementationen meiner Arbeit, die ich dabei getan habe? Weil ich jetzt eine Netzliste aus den unterschiedlichen Bitstreams erstellen kann und deswegen kann ich cross-compilen von Bitstreams von unterschiedlichen Architekturen. Damit können wir Extrakte und reverse-engineerte IP-Cores, die ansonsten nicht untersuchbar sind. Außerdem können wir jetzt anfangen, ein neues Projekt iStorm starten, um ein zweites Ziel seiner offenen Toolchain zu erstellen. Leider wurde mein, es tut mir sehr leid, dass mein Vortrag so kurz wurde, aber naja. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Okay. Ja. Okay. This was very short indeed. So, if you have questions for Matthias, please come to the microphone. He is 1, 2, 3 and 4. And we can take questions from the IRC chat or via Twitter as well. Yeah, we have a question here. Tief, wenn ihr im Internet zuhört, IRC und Twitter sind auch hilfreich. What happened to you? Ich würde gerne wissen, was passiert ist, was ist mit deinem Laptop passiert? Da war es etwas mit macOS und Exford und das Ausstecken. Das Windows wollte die Disk reparieren und es friest einfach. Ja, es ist hart. Es ist circa vor einer Stunde passiert, bevor der Vortrag gestartet hat. Eine zweite Frage. Hast du mit Spartan 6 gearbeitet? Nein, ich habe nie an den Spartans gearbeitet und nie an der 6er-Serie. Ich möchte nur die 7er-Serie reverse-engineeren wegen den Cortex-Prozessoren. Thank you. Dankeschön. Mikrofon 2, bitte. Können Sie uns noch mal kurz was über diesen Mittelpunkt in diesem FPGA erklären? Weil da gibt es den schwarzen Block und diesen weißen Block. Da sind das die Fehlerkorrektionen für die Hälfte des FPGAs und die Hälfte des. Genau, mit Hamming Codes kann man normalerweise die Paritätsbits in die Daten hineinmischen, aber Xilinx will das nicht so, darum nehmen sie die in die Mitte und die 13 Bits sind den Hamming Codes für eine Zeile. I can show you later the details when I get them out of my hard disk. Ich kann euch später Details zeigen, wenn ich sie aus meiner Harddisk rauskriege. Die hat alles mit mehr Details drin. Thank you. Microphone 3, please. Mikrofon 3 da hinten, bitte. Ich war ein bisschen überrascht von Ihren Informationen, dass man jetzt Java-Toolchain nicht kompilieren kann, weil Java Virtual Machine so einfach ist. That might be, but I das kann sein, aber ich komme halt aus einer anderen Richtung und ich habe mir alles selber beigebracht. Ich habe keine Ahnung, wie man mit dem Java sowas machen könnte. Mit der Lattice Toolchain habe ich alle Jump-Instruktionen abgeändert, um den Programmabfluss zu sehen in der Toolchain und den Exception-Handler von Windows abgeändert und jeden Opcode halt abgeändert, wenn er ausgeführt wurde. Und so konnte ich circa zwei Drittel abändern mit Java. Also ich keine Ahnung, wie das funktionieren würde. Es gibt noch ganz viele Software. Maybe. Also ich habe immer meine eigene Software geschrieben. Das ist ja einer der Gründe. We have a question from the IRC chat. Noch eine Frage aus dem Internet. Welche Architektur wird von FPGAs verwendet? Also du meintest ARM, aber ist nicht die FPGA selber? FPGAs don't use architectures. Nein, FPGAs haben keine Architektur in dem Sinne wie CPUs. Die haben ihre diese Blöcke, die Kontrolllogikblöcke, wie eben BlockRAM, DSPs, Eingabe-Ausgabe-Fliesen und das ist quasi die Architektur von FPGA.
Jetzt Mikrofon 1. Ich frage mich, ob du versucht hast, einen Teil der Datenbank aus Nevada zu importieren. Oder hast du es aus anderen Gründen nicht gemacht? Ich wollte das machen, aber die Binärdaten sind mehr als 10 GB groß und ich dachte mir, nee, fuck it. Vivado verschlüsselt die IP-Cores und die machen dasselbe mit XML-Dateien, die einen Teil der Geräteinformationen benutzen. Das ist ziemlich ähnlich zu dem, was Intel für die macht. Ich brauchte diese Informationen gar nicht, weil ich die Geräteinformationen aus 10 bis 20 da Beispielprojekten herauslesen konnte. Wenn du willst, kann ich auch das später zeigen, mehr Details. Mikrofon 2, bitte. Sorry for the presentation. Tolle Arbeit. Okay, wenn ich die Vortrag herausnehme. Du hast die GTX gar nicht angeschaut, auch die Hochgeschwindigkeits-IP-Cores, weil es zu komplex war. Nein, ich hatte kein Gerät, das kann. Okay. Ich habe die ganze Hardware im Kopf, aber vielleicht können wir später drüber reden. Microphone one again, please. Mikrofon 1 nochmal, bitte. Hast du irgendwie mit der Clock gearbeitet? Ja, sure. Wie die durch das Gerät geht? I know about. I have some information about the column drivers. Einige Informationen über die verschiedenen Treiber, Zeilentreiber, Spaltentreiber, wie das zusammengehört. But I was also part of the slides which I have. Gibt's auch Folien? I had detailed pictures of the schematics where I could see. Habe detaillierte Bilder, aber ja eben. Mist passiert. Microphone 2, please. Thanks for your talk. Danke für den Vortrag. My question is regarding meine Frage ist, den FPGA erneut zu programmieren für die ARM Cortex Cores. Ist das auch möglich? It is. Ja, das ist es. Aber etwas anderes, was mich mehr interessiert, ist das kleine Ding, ein 27er, wo ich darüber geredet habe, hat zwei Fliesen, welche den FPGA, das ganze Ding, neu programmieren können. Das heißt, es sollte kein Problem sein, das mit selbstgemachten Bitfile einzuwenden. Also, etwas über den Sync. Der Sync ist eine Kombination zwischen CPU und FPGA, aber die sind isoliert. Man muss den FPGA-Teil eigentlich gar nicht starten, aber man muss den ARM-Part starten, weil der ARM wird halt priorisiert und der konfiguriert dann den ersten Bitstream im FPGA. Das heißt, ich kann einfach deinen Bitstream benutzen, den du mit deinen Werkzeugen erstellt hast. A very, 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 very proof ich habe einen kleinen Proof of Concept, das funktioniert und das routet und es platziert Microphone die Gatter richtig. What about the wie ist das mit den Zeitinformationen? Hast du die auch schon reverse engineered? Ich habe die Zeitinformationen angefangen zu extrahieren. Aber ich wollte zuerst die Fließinformationen fertigstellen, bevor ich da weitermache. Aber die Tools sind schon am Start und das wird einer von den nächsten Teilen sein, die ich in den Angriff nehme. Das heißt, eventuell können wir das mit Timing-Analyse benutzen in Zukunft? Ja, ich hoffe, weil eigentlich bin ich da schon sehr motiviert und es macht mir Spaß. Und wenn ich etwas Großartiges damit machen könnte, was die Community interessiert, dann würde ich das sehr gerne machen. Aber bis jetzt, ja, war ich noch mit niemandem in Kontakt. Und Mikrofon 2, please. So, hast du andere FPGAs dir angeschaut? Yes. I did. I started ja, das habe ich. Ich habe an UTA-Scale angefangen anzuschauen.
Aber ich wollte zuerst mit der 70er-Serie fertig werden. Und ja. I think you can understand that. And another part of the question, did you look at other vendors? Hast du dir auch andere Hersteller angeschaut? Ja, Microsemi habe ich zuerst angeschaut, bevor ich den Ice 40 angeschaut habe, aber ich halte nicht so viel von denen. Und was ich gerne FPGA wieder reverse engineeren super, würde, wäre noch der dritte große Hersteller. Ich habe den Namen leider verpasst. Ich habe noch eine Frage mit dem Place and Route, den du machst. Was ist die grundlegende Angriff, den du benutzt, um die ganzen Kombinationen von Blockplatzierungen zu reduzieren? Im Moment ist es nur ein Proof of Concept. Das macht noch nichts in die Richtung und später soll es das natürlich können. Und was ich Diagrams. Das war dann ein Reduced Order Binary Decision Diagramm. Number two, please. Oh, thank you for the questions. You're saving me. Hi. Hallo. Hast du versucht, die Brücken zwischen der FPGA und den ARM-Cores zu verstehen und zum Laufen zu bringen? Dass man vom FPGA auf die Hardware-Peripherals vom ARM zugreifen kann? Da habe ich auch damit begonnen und das ist einfach eine weitere Fliese, die man reverse engineert. Auch das kann ich später zeigen. Wie wendet der FPGA den Bitstream an? In what sense? Wie meinst du das? Ich schiebe das mit UART irgendwie rein und was passiert dann? Okay, also es gibt verschiedene Wege. Also mit dem Sync, das hat nun keinen Bootloader, und dann, weil es einen ARM-Prozessor hat, dann kann man das ganze Ding auf eine SD-Karte laden und das wird dann automatisch geladen durch den Cortex. Du kannst auch JTAG benutzen oder einen externen SPI-Gerät. Es gibt viele Möglichkeiten. And we have a question on microphone 4. Wir haben noch eine Frage von Mikrofon 4. Thank you for your talk. Hallo, vielen Dank für den Vortrag. Könntest du den ganzen Vortrag in einer self-organisierten Session später erklären? Nochmal halten? Das würde ich gerne machen, ja. Yes, I had a question. During your studies, während du dir das Ganze angeschaut hast, hast du neue Informationen über FPGAs in Hintertüren gefunden oder sowas. But I found ways to detect them. Ich habe keine gefunden, aber Wege, wie man sie aufspüren könnte. Ich würde gerne später mit dir drüber reden und würde auch noch was sagen über diese Xilinx-Serie, mit der du arbeitest, die ein FPGA und ein CPU integriert. Ich glaube, dass im Bereich von Cybersecurity es keine gute Idee ist, in demselben Chip ein FPGA und eine CPU zu verwenden, weil ein Angreifer könnte dann seine eigenen Daten hinzufügen. Nein, das kann ein Attacker nicht einfach so. Und ich arbeite zurzeit an einem Proof of Concept für ein nicht veränderbares Gerät, nicht Tamper-Proof-Gerät. We have a question in the IRC chat. Noch eine Frage aus dem Internet. What is lacking to get a free and open source FPGA? Was muss noch gemacht werden, um eine freie FPGA-Toolchain zu erstellen? Ah, the Place and Route Tool. Ah, das Place and Route Tool fehlt noch. Mit dem Ice40 habe ich Clifford meine, was ich herausgefunden, gegeben und mit verschiedenen anderen Leuten, welche das Place and Route Tool. Ich habe ihnen einfach die Informationen und Dokumentation zukommen lassen. Hope that answers that question. Ich hoffe, dass Microphone 2, please. Frage beantwortet und yes, thanks. Ja, danke, du sagst, dass du Verilog und VHDL nicht benutzt. Was benutzt du als Input für die Design-Tools? Das Beispielprojekt der Hersteller. Dann schiebe ich die Gates, die Logikkarte heran, um anderes Placing und Routing zu erhalten. Mit Xilinx hat man auch den Block-Design-Editor, denn der war auch in der anderen Präsentation. Number one again, please. Okay, nochmal die Nummer 1. Zwischen Xilinx winkt dich den
einen bestimmten Bus zwischen den FPGA und den ARM-Cores zu benutzen? Gibt es da noch einen anderen Weg, die Teile zu verbinden? They don't force me to use the AXI-Bus. Also ich muss nicht diesen AXI-Bus benutzen. Es gibt auch GPIOs zum Beispiel. No. Between the ARM core and also the GPIOs kann man auch zwischen dem ARM-Core und dem Rest benutzen. Wenn du möchtest, kann ich dir auch später darüber mehr Details zeigen. Ja, ich habe das Gefühl, dass es später eine Session geben wird. Also noch bei Mikrofon 2. Möchtest du erklären, wie du den FPGA reverse-engineert hast? Hast du einen Bitstream erstellt und geschaut, was er macht? Oder hast du einfach nur einen Bitstream erstellt und nie laufen lassen? Ich führe die Bitstreams nicht aus, die ich. Also, ich habe es noch nie probiert. Also, ich habe mal versucht, einen auszuführen und das war's. Was machst du, wenn du den nicht draußen lässt? Ich versuche, also, ich nehme nur das Wissen daraus. Ich versuche, dieselbe Netzliste quasi wiederherzustellen. Microphone 2 again. Mikrofon 2 nochmal. Könntest du nochmal kurz darüber erzählen, wie du den nicht-logischen Teile zurückingenierst, wie die PLI-Tiles und IO-Tiles? Ist das anders als den Logik-Teile? Die Art, wie man Informationen erhält darüber, ist größtenteils automatisiert. Ich muss auf Schemas schauen, was interne für Switches verwendet werden, ein neues Image machen, wo der Switch nicht benutzt wird, dann kann ich Differenz machen und so weiter. Gibt es irgendwelche Schematik von den Herstellern? Bei Xilinx weiß man fast alles über das Gerät, ja. When and where will the later session take place? Wann und wo wird die neue Session stattfinden? Where do you want it to take place? Wann und wo wollt ihr, dass es stattfindet? Ich bin nicht so gut mit Vorträgen, wie ihr es gestellt habt. Ich mag es lieber, darüber einfach so zu reden. Vielleicht kommt ihr einfach nach vorne. You can figure out a place together, maybe at a bar or. Wir können vielleicht einen Platz bei einer Bar oder so zu finden, wenn irgendwo noch freier Platz ist. Wir haben ziemlich viel Platz. Are there any more questions? Gibt es noch mehr Fragen? Doesn't seem like that. Das sieht nicht so aus. Dann einen warmen Applaus an Matthias Lasser. Und damit verabschieden sich aus der Übersetzerkabine.